Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Eure Fragen, Experten antworten. Ein Kooperationsprojekt von Alpha 1 Deutschland und CSL Behring. Wie viele Infekte sind für mein Kind vertretbar und normal? Das Immunsystem von kleinen Kindern ist noch unerfahren und lernt mit zunehmendem Alter, sich mit verschiedenen Keimen auseinanderzusetzen. Abhängig davon, ob sie in einer Gemeinschaftseinrichtung mitbetreut werden oder nicht, können jünger als 2 Jahre alte Kinder 4 bis 12 Atemwegsinfektionen und 1 bis 4 Magen-Darm-Infekte pro Jahr entwickeln. Ältere Kinder erkranken jährlich durchschnittlich an 4 bis 8 Atemwegsinfekten und 1 bis 2 Magen-Darm-Infektionen. Diese Infekte sind wichtiger Bestandteil der normalen Ausreifung des Immunsystems und gar kein Grund zur Sorge. Nur wenn wiederholt intravenöse Antibiotikatherapien oder stationäre Aufnahmen im Rahmen von fieberhaften Infekten notwendig sind oder Ihr Kind an mehreren Lungenentzündungen hintereinander erkrankt, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt bzw. Ihrer Kinderärztin über notwendige weitere Schritte.